Ja, also das war die schöne Geschichte auf Goichfock. Wir segelten mit der Goichfock vom Wilhelmshaven nach zu den Färöern. Das ist oben im hohen Norden der Nordsee. Und da kriegten wir nachts Alarm. Es war also etwas arkadische Stimmung. Es mussten jedenfalls Freiwillige oben in den Mast kriechen. Da habe ich mich dann freiwillig gemeldet. Ich hatte damals Wache. Wir waren eingeteilt auf der Goichfock in zwei oder drei Wachen. Also ging es ab. Das Fallrepp hoch und oben zur Oberbahn. Das war nachts, war dunkel und dazu natürlich auch aufkommender Sturm. Wir kriegten also Sturmwarnungen auch und es mussten also Segel festgemacht werden. Jedenfalls gelang es uns tatsächlich dann, die Segel oben festzumachen und dann wieder abzusteigen. Das Ganze war gutes Erlebnis, ein tolles Erlebnis. Ich war auf dem Zerstörer gewesen, nicht? Und hätte da vielleicht mein Leben beschieden. Aber bei der U-Boot-Waffe zu bleiben, das lag mir an für sich nicht. Aber ich habe mich dann später mit der U-Boot-Waffe bzw. der Waffengattung dann sehr schnell arrangiert und bin dann später also U-Boot-Kommandant geworden auch. Nicht? Sie erhielten am 31. März 1944 das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. Die Verleihung fand statt über Funk, ist das richtig? Ja, über Funk. Über Funk ist mir das verliehen worden. Und oh Gott, ja, man hatte natürlich gewissen Stolz. Das Ritterkreuz, dass man das Ritterkreuz erwerben konnte, aber das andere lief dann seine Angang. Ne? Ja, wir sind dann in Japan 3 Monate gewesen. Das Boot wurde repariert. Das Boot kriegte eine neue Batterie. Die wurde in Japan nachgebaut, nach dem Muster. Das fing ja an mit einem Empfang meines Bootes in Kobe. Dort wurde ich erstmal in Empfang genommen, auch von der japanischen Marine, von der deutschen natürlich auch. Und da hatte zunächst der deutsche Gesandte, der Botschafter, oder war Botschaftsangehöriger, der war wohl da abgeteilt auch, um den Empfang zu machen. Der sagte mir gleich von vornherein, ich sollte mal sehr aufpassen, dass meine Jungs da keinen Unsinn machen, nicht? Denn das wäre ein ganz gefährliches Gebiet, nicht? Im bestimmten Sinne, nicht? Ich habe mir das angehört, habe mir meinen Teil gedacht, aber das war so das Denken vielleicht eines Infanteristen oder
gar nicht mal eines Funktionärs. Nicht? Naja.